Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren kleinen Bauunternehmung. Ich sollte ja eine Armbrust, in Anführungsstrichelchen, aus Alltagsgegenständen bauen. Ich habe jetzt was Ähnliches gemacht. Das ist eigentlich eher eine Pistole, aber egal. Eine Wäscheklammerpistole, ja. Ich zeige euch mal eben, wie man die lädt. Also ich zeige jetzt nicht, wie man sie baut. Wenn ihr das jetzt wissen wollt, dann mache ich da nochmal extra Video, aber ich wollte es jetzt nur vorführen. Also ich lade sie, ne? Man sieht, zack, sie gespannt und los kann es gehen. Ich habe in einer kurzen Plattform mich aufgestellt, dass man das da richtig sieht. Wie das, diese enorme Durchschlagskraft. Diese Version der Wäscheklammerpistole ist jetzt schon etwas älter. Ich habe das auch nicht richtig gemacht. Man sieht, eigentlich muss man außen nicht diese Klebescheiß drumherum machen. Mit Klebeband und so habe ich es fixiert und mit einem Faden. Eigentlich hält es so gescheit. Von alleine. Aber ich habe es nicht richtig gemacht, weil ich ein Bock bin. Aber sie funktioniert trotzdem. Und wie gesagt, wenn jetzt einige Leute gerne das wissen wollen, wie es geht, dann kann ich auch dazu ein Video machen. Aber jetzt wollte ich erstmal gemütlich bleiben und kein Video machen. Jetzt zeige ich euch nochmal die ultimativ optionale Feuermodus. Haha. Nämlich Rechtsklick. Nee, Quatsch. Man kann die Streichhölzer natürlich auch anzünden, bevor man so schießt. Hier sei natürlich gesagt, mach das nicht drin. Ich darf das drin machen, weil ich, aber ihr nicht. Und nicht in die Augen schießen. Hey, hört auf, in die Augen zu schießen. Ihr schießt euch doch schon wieder in die Augen. Hört auf. Wenn man sich nicht allzu doof anstellt, kann man sogar, Achtung, bam, ja, Volltreffer. Man kann sogar einen Stift umballern. Also soweit zu der Waffe, so sieht sie halt aus. Und es macht, Waffe, es macht halt Spaß, irgendwie. Es ist schon lustig, sowas zu machen. Ich meine, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich sowas nicht, machen. Oder etwa, nee. Viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.